Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeon Siege. Wir haben uns schon sehr, sehr weit in Messing Cross durchgekämpft und haben Sachen erlebt, ja, die richtig cool gewesen sind. Sind wir hier beim ersten Geheimgang sozusagen, weil vorher nichts Gescheites kam und nachher auch nichts Gescheites kommt. Ist so zum Beispiel, ja, der einzige hier. Aber andere Verliese, sogar die Eishöhlen und so, haben mehr. Also, es ist wirklich halt ein Dungeon, der nur auf seine geraden Wege baut. Der Wasserspeier, der macht uns gute Dienste. Der ist schon extrem stark geworden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns ein bisschen retten können. Weil so stirbt er natürlich auch. Immerhin hat er uns das Leben gerettet, sozusagen. Ja, ja. Wieso sprühst du nicht? Ja, ich habe etwas eingesammelt, das ich nicht wollte. Aha. Verschlagene Stiefel. Oh. Da oben ist noch eine Spinne, die. Okay, die kommt nicht runter. Bucky, bu 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 bu. Ein Huhn, das Back sagt. Back, back, back. Back die Backe. Oh Mann, was schreien gibt's die auch. Ah, da kommt sie herunter. Och, die süße Spinne. So, und unsere redliche Belohnung. Mit einer abgenutzten Brigadine zum Beispiel. Und so ein Kurzschwert, das mega kurz ist. Genau. Ja, eigentlich will ich ja die mitnehmen. Kann man teuer verkaufen. Ja, ich werde wahrscheinlich dann im nächsten Part, wenn ihr also noch nicht bei der Spinne sind, mache ich noch einen Part oder so. Aber vor allem werde ich dann hierhin wieder gehen und werde halt auch noch ein bisschen leveln, hä? Weil sonst haben wir zu schwer in der Mine. Nächsten Dungeon, hä? Der kommt gleich danach, also. Das ist kein Spoiler sozusagen. Naja, in diesem Game kann man ja auch nichts anderes als nicht spoilern, also. Ob gespoilt wird oder nicht, ist eigentlich egal. Es ist nicht so viel Story oder so. So was für ein Dungeon genau kommt. Ich tue ja gerne ein bisschen einfach sagen, dass wir uns so jetzt ein bisschen vorbereiten können. Und müssen wirklich sagen, wenn es zu viel gespoilt wird, aber ihr wisst ja noch nichts. Wenn ich sage eine Mine, dann wisst ihr noch nichts, wie genau die Mine aufgebaut ist und so weiter. Weil die ist extremst cool aufgebaut. Ah ja, genau, die sind hier. Also doch kein Boss. Doch, da ist ja der Boss. Ah. Er ist tot. Oh, der Wasserspeier ist ja mega stark. Und das, die sollten so unbeliebt gewesen sein, vor allem im Forum habe ich immer wieder so jetzt gesehen wie, oh, die Beschwörungen sind zu mana-intensiv und oh. Ja, dann trinkt doch Mana-Tränke. Und sie reichen nicht lange oder haben irgendwelche Probleme mit der Steuerung und so weiter. Das ist ja, ich will sie einfach unterstützen mit diesem Let's Play und dass die Spieler natürlich das Spiel auch kaufen und auch selber mal wieder durchspielen. Also selber das erste Mal durchspielen und ja.
Weil das Spiel, er hat es in sich. Das Spiel muss gewürdigt werden. Also mehr muss ich eigentlich nicht erkunden. Jetzt hat es einfach noch Gänge, die ein bisschen Loot haben, aber mehr nicht. Solange dass ich den Wasserspeier habe, muss mir auch hier nichts passieren. Einfach immer wieder beschwören. Also geradeaus, denke ich mal. Also liebe Leute, ihr dürft alles erkunden, wenn ihr das Spiel halt kauft und es selber spielt. Könnt ihr auch ein bisschen vorausspielen, damit ihr nicht gespielt werdet oder so. Weil ich natürlich wieder am Spielen bin, ohne dass ich es will. Aber es ist einfach genial, ich muss einfach ein bisschen Sachen erzählen. Von das, was noch kommt. Weil es so genial ist. Weil es so genial ist. Ich bin voll drin, ich habe jetzt den dritten Part am Aufnehmen. Und habe davor noch zwei oder drei Parts gemacht. Und ich finde es einfach richtig cool. Wieder. Ich bin völlig drin. Es ist natürlich ein bisschen leerlaufig oder so. Das ist klar. Aber denkt einfach, das Spiel war eine Revolution sozusagen. Wenn noch kein Action-Rollenspiel so eine gute Grafik geboten hat und so weiter. Und einfach 3D endlich. Und die Leute haben das wirklich immer mit einem Rollenspiel verglichen. Immer so mit Morrowind danach. Also Morrowind kam ja natürlich später raus, aber danach haben sie immer gesagt, ja, das ist so wie Morrowind und ja, man hat einfach zu wenig in diesem Spiel. Man hat keine richtigen Rollenspielelemente oder so. Da kann ich einfach sagen, Pech, wenn du halt einen Apfel mit einer Birne vergleichst, dann hast du halt einfach Probleme, oder? Also denk einfach drüber nach, lieber Spieler oder so, der in das Forum herum flamet. Oh, das Spiel ist ja so scheiße. Würdigt eure Spiele, die ihr habt. Findet heraus, was es ausmacht, ein Spiel zu haben. Hat einfach nicht die scheiß Steam-Spiele da. Aber die ohne Steam-Play, die sind schon eigentlich echt gut, alle zusammen. Da muss er angreifen, da. Ja, genau. Nach dem Heiltrank kommt der Mana-Trank. Weil natürlich nichts nutzen kann. Das Gift nervt gewaltig. Oh, zwei auf einen Streich. Die Rüstung ist ab 16. Wir haben 14. Boah. Ich glaube, ich verkaufe das lieber. Es kommt wahrscheinlich bald die große Halle. So lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber es ist natürlich schon gewaltig, hä? Eine gewaltige Halle. 3 Stunden hier kämpfen. Nein, nicht 3 Stunden, sondern ja, 1,5 Stunden. Also es sind ja halbe Stunde Parts und nicht Stunden Parts. So, die große Halle. Jetzt gehe ich einfach dorthin, wo die Halle ist. Und lasse da alles hinter mir.
Vielleicht noch zum Gegner, zum speziellen Gegner, ob der ist sowieso auf dem Weg. Hier ist es viel besser zu kämpfen, natürlich. Alles wird natürlich angelockt. Ach, sieht das cool aus, diese Pfeile in seinem Vorderteil. So, was? Kampfsau? Kann's fast nicht lesen. So klein. Der Bildschirm ist so groß. Das sind zwei 27 Zoll Bildschirme, das könnt ihr vorstellen, wie klein das alles ist. Tja, was sollen wir jetzt machen? Ah ja, die Golems gibt's ja auch noch. Oh, die Golems zu beschwören wird richtig Spaß machen. Ich glaube sogar ein Lava-Golem. Also Stein-Golem weiß ich. Ich glaube ein Eis-Golem gibt's auch noch zum Beschwören. Tschüss. Ich habe noch hier einen Gegner. Ich tue nur den Gegner besiegen. Ich tue mich nicht verkriechen. Spitzhaube ist wahrscheinlich nichts Besseres. Man sieht's nicht. Ich denke nicht, aber. Ja. Ich will doch die blaue Mütze behalten. So, wo ist jetzt der Geheimgang? Aha. Also ihr seht, wie groß die Halle ist. Das ist wirklich nur ein Drittel oder so. Das ist einfach cool gemacht, so eine fette Halle vor dem Endboss. Also direkt vor dem Endboss. Alle Zauber einsammeln und verkaufen am besten. Also genau die, ihr auch kennt, dass sie viel Geld geben. Also zum Beispiel Rüstungen sind immer gut. Rüstungszauber oder Beschwörungszauber geben immer viel. Angriffszauber eigentlich am wenigsten, habe ich so. Hopp. Hockeball. Das Hockeball-Bot. So, liegt er hier entlang. Ja, die ersten gelben Items kommen leider erst viel später, also wir müssen noch ein bisschen Geduld haben.
Das kann ich wirklich etwas auch ein bisschen überspringen. Oder einfach mich mal ein bisschen vorbereiten, ja. Weil, dann geht's richtig los. Also, die ersten Items sind, glaube ich, die Ringe. Und zum Beispiel Zauberstäbe gibt es auch relativ früh. Aber, dann geht's los, also. Dann haben wir recht gute Sachen. Und es geht jetzt wirklich alles ein bisschen schneller. Dieser Dungeon ist eigentlich der größte. Dann kommt relativ wenig. Hier ist der Gegner. Genau dieser besondere Gegner. Meinte ich ja vor. Genau. Nein, ich will ihn einsammeln. So. Ich möchte ihn gern haben. What? Was haben wir hier noch? Schwächen. Seelenlanze. Zu schwer vom Mana-Preis her. Ja. Genau, langsam, Reichweite 8. Ist wirklich nicht gut. Hey, hallo. So, dann sind wir eigentlich bald da. Aber irgendwie habe ich den anderen. Ja, den Geheimgang. Ja, ist ja nicht so ein besonderer Geheimgang. Ist nur eine Türe, ein Raum mit Mana, Heilungsbrunnen und. So weit. Lebensheilungsbrunnen mehr nicht. Aber ich will jetzt nicht alles nochmal erkunden. Ich möchte endlich rausgehen. Weil ich noch zum Händler will. Und der Part schon relativ lange geht. So kann ich das euch nicht mehr zeigen. Muss ich das im nächsten Part zeigen? Das geht mir gar nicht. Ich muss mich so vorbereiten auf das Zeugs. Also ich könnte es nicht vorstellen. Ja. Komm Spinne. Hallo, was liebes Spinne. Übertreib's nicht mit dem Schaden, gell? Ich hab gesagt, nicht übertreiben. Okay, dann ist es zu schwer. Also ihr könnt es vorstellen, wie schwer das ist. Ja, eventuell halt leichter stellen. Ich kann gerade nicht leichter stellen. Aber jetzt. Okay, das Spiel einfach leicht machen und dann warten bis wir soweit sind mit dem. Sag schon. Dass wir einfach gute Items haben, hä? Und da mache ich natürlich wieder schwer. Keine Sorge. So, jetzt muss ich früher an Heiltrank saufen. Das ist eine Giftspinne. Nervt natürlich. Okay, so ist sie leichter, also die Beine sind vor allem stark. Nahkampf. Nein, nicht eben nicht. Ja, genau. Du gesehen. So. Okay. Ich wollte euch einfach ein bisschen zeigen, wie man stirbt. Der Todesbogen. Ah ja, es gibt ja auch noch die hellblauen und violetten Sachen, aber ich dachte, die gab es nur im Add-on, aber so wie es aussieht,
gab's die auch im Hauptspiel. Im Add-on kamen wahrscheinlich die blauen Alten noch hinzu. Ja. Also, mit ein bisschen wenig FP. Ja, doch. Muss ich nur so angeschaut. Ich habe schon viele FPS gehabt, aber keine Ahnung, was es gerade war. Vielleicht so Minilex, dass es Fraps nicht sieht. Also, eben das Spiel, die Engine ist halt für Windows XP optimiert und nicht für Windows 10. Ja. Wenn man bei der Spinne noch stirbt am Schluss, kann man sich hier wiederbeleben. Sonst kann man anderen nutzen. Weil man ja nicht zurück muss. Sollte eigentlich. Tschüss. Der bleibt einfach unten. Ach, hallo. Na, kein Bock. Du blödes Spiel, ey. Also, jetzt laufen wir hier hindurch. Okay. Das wird, glaube ich, im Multiplayer gar nicht gespeichert, aber ich mache es trotzdem mal. So. Und jetzt noch kurz. Aha. Der lebt noch. Ja, und diese Zauberer haben ja jetzt Feuerbälle anstelle von Sepp. Ja, schon längere Zeit. So. Ah, wir haben erst 22. Gut, dann können wir kurz ja in die Mine noch gehen, einfach so ein bisschen einmal reinschauen. My good friend, fate surely has delivered us into each other's hands. I have need of a. Der ist, glaube ich, recht teuer. Also Zierstab, den verkaufe ich, Den werde ich noch lassen. Wiederbelebung lasse ich auch mal. Missbildung lasse ich auch mal. Ja, der Todesbogen kann jeder holen, glaube ich. Oder Moment. Ja, der ist schon einzigartig, aber nein. Ich werde ja auch keine Items verschenken. Ah. Jetzt alles noch aufsparen, damit ich solche schenken kann. Nein, danke. In Regnung, ja. Aber nicht in Dungeon Siege. Doch, braune Items gibt es auch schon. Kann das sein, dass der Mod, also das Spiel auf Steam ein bisschen weiter ist? Ich dachte wirklich, die haben angekündigt, dass braune Items erst im Add-on rauskommen. Also kann das wirklich sein, dass das Add-on nur nicht aktiviert ist, aber die Futures drin sind sozusagen. Also wie zum Beispiel der Teil, der halt auch für das Hauptspiel so ist, einfach auch drin ist. Also die Rüstungen und alles nicht drin sind. Aber zum Beispiel diese Items. Das kann schon sein. Dann sind wirklich die blauen, also die hellblauen Items auch für hier drin. Hä? Also nehmen wir am besten. Ja, gar keine hier. Zwei Nahkampf. Ah, eine Sichel. Für einen Nahkämpfer natürlich perfekt. 29 Gesundheitspunkte sind sowieso. Sehr toll. Und hier hinten hast du eine Mütze. Wir nehmen natürlich diese Mütze. Tschüss, blaue Mütze. Hat Spaß gemacht. Dankeschön für die treuen, Dienste. So ein Schild machen kann. Helm so machen kann. Aber das sind ja die Schäde. So. Ja, machen, nehmen wir noch ein Zauberbuch natürlich. Und tun hier zum Beispiel den Schlag. Ja.
Mana bis 21 Dauer. Ah, das ist der Skill. Nein, den brauchen wir nicht. Winterheilung und so etwas brauche ich gar nicht. Eine Säurewolke. So teuer! Kampfheilung brauchen wir auch nicht, natürlich. Ja, dann müssen wir warten, bis wir dann in der nächsten Stadt sind, hä? Okay. Schade. Tränke brauche ich jetzt auch nicht so viel, hä? Dann tue ich lieber das aufbewahren und den hier verkaufen. A pleasure doing business with you. So. Ah, Missbildung haben wir hier. Wiederbelebung machen wir hier rein. How good to see. So. Ja, ja. A pleasure doing business. Gut. Jetzt können wir die 5 Minuten noch ein bisschen verschwenden hier. So. Funkelhöhle, hä? Kommen wir zum Funkelhöhlen. Mine, Funkenhöhle. Pass, hä? This is a bad business, but we're not the only ones in it. These magic bits the Kroger's stealing are going to some clag named Commander Grish. But there'll be a blasted goblin behind this, or I'm a mule's father. My brother Torg will like us no more, but the crew got him hurt down below. Der erinnert mich an einen Isländer oder so, das ist die Sprache von ihm. So richtig luch, luch. oder ja, Dänemark oder so etwas. Ja, Dänemark und Isländisch ist ja eigentlich relativ ja. Nicht gleich, aber ja, sind ja auch die Dänen gewesen, die auf Island gegangen sind. Und so weiter. So. Ich mag einfach die Mine, die ist so cool. Auch wegen den Fässern und so, einfach aufpassen, dass ihr euch nicht umbringt durch die Fässer. Ach, das ist einfach cool. Also muss ich schauen, dass ich da halt wieder hinkomme, hä? Aber auf jeden Fall geht es jetzt natürlich schneller, weil ich so viel schaffe. Genau deshalb liebe ich den Zauber so. Den kann man wirklich später auch noch einsetzen, wenn er nicht mehr gelevelt wird. Weil der levelt pro Kampfmagie-Zauber natürlich wird stärker. Also jeder Kampfmagie-Level wird er stärker. Bis zu einem Level, das hat irgendwie 10 oder so weiter oben ist. Also sicher bis 20 levelt er. Dann macht er nicht mehr Schaden. Oh, Hundchen. Rattchen sogar noch. Handy! So, den Part möchte ich aber auch nicht allzu lange machen. Ich habe jetzt eigentlich alles gezeigt, was ich jetzt von dieser Mine gerade zeigen kann. Sollte. Und der Rest sehen wir dann in den nächsten Parts. Hä? Macht richtig viel Spaß. Also jetzt kommen mehr Parts, gell? Auf jeden Fall will ich natürlich das Spiel auch fertig machen. Ich will nicht etwas anderes vorziehen oder so, weil das Spiel macht einfach viel Spaß. Ihr seht es ja, also. Soweit das Erkunden, das hast du heutzutage in den Action-Rollenspielen überhaupt nicht mehr. So richtiges Erkunden. Auf Abenteuer gehen. Diablo 3, kein Abenteuer. Path of Exile, kein Abenteuer. Wolken, kein Abenteuer. Last Ark, kein Abenteuer. Es kommt nichts mehr. Sacred 1, Abenteuer, hier. Dungeon Siege, Abenteuer. Dungeon Siege 2, auch noch zum Teil ein Abenteuer. Aber es war viel zu geradlinig. Das fand ich sowas von nervig, nicht nur durch Schlauchlevel zu gehen. Okay, mehr oder weniger Schlauchlevels. Manche Levels waren schon verzweigt, genau. Aber sehr wenig. Also ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Drago Basler. Tschüss.